Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wir reden heute über das Thema Biopsie. Macht das überhaupt Sinn? Hat das Vorteile, sicher zu sein, was jetzt da wirklich drin ist, in das man da reinsticht? Oder gibt es da auch große Gefahren? Was sind Vor- und Nachteile von Biopsien? Das möchte ich heute besprechen mit meinem Gast, den Sie bestimmt auch schon kennen. Er pulsiert auch sehr stark, immer wieder mit seinen Sendungen bei uns. Und wer das ist, das sage ich Ihnen gleich. Ja, und jetzt sage ich Ihnen, wer da ist und mit dem ich das Thema Biopsien, insbesondere bei Krebserkrankungen, diskutieren möchte. Es ist der Herr Lothar Hirneisen. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Sehr gerne, sehr gerne. Also fangen wir mal an. Biopsien heißt reinstechen in einen Tumor, rausziehen, ins Labor schicken und schauen, was drin ist. So ist es. Gut. Jetzt müssen wir mal schauen, warum macht man das überhaupt? Ja? Also der Hauptgrund wird ja als Diagnose angegeben. Ja? Jetzt gibt es, da komme ich gleich noch also drauf. Also eine Verifizierung wahrscheinlich eines Verdachts, oder? Ja, eine Verifizierung eines Verdachts. Aber es gibt ja, ich sage mal, durchaus auch andere Möglichkeiten. Da komme ich gleich drauf, also welche man machen kann statt Biopsien. Aber der Hauptgrund ist eigentlich ein ganz anderer, den weder Ärzte noch Patienten noch bewusst ist. Das ist ein juristischer Grund. Einfach ein juristischer Grund, warum man Biopsien macht. Weil, Beweise. Nein, wenn du Arzt bist, Chirurg, Radiologe, Onkologe, was auch immer, und willst eine Therapie machen, mit der Therapie verletzt du deinen Patienten. Ja? Also wenn du mit dem Messer reinstichst oder Senfgas in die Vene reinjagst, dann verletzt du ja den Patienten schwer. Und da brauchst du einen Schutz als Arzt. Und dieser Schutz ist der Pathologiebericht. Weil wenn im Pathologiebericht drinsteht, dass du Krebs hast, dann darf der Arzt das. Wenn das eben nicht drinsteht, ist es nicht ganz so einfach mit Operation und Chemotherapie. Ja, also das wird gerne vergessen, dass es hier auch um juristische Problematiken geht. Nicht nur darum, dass man jetzt eine Diagnose hat. Ja, natürlich, die Diagnose ist auch wichtig. Aber die Diagnose ist bei weitem nicht so sicher, wie permanent behauptet wird. Also ich könnte unzählige Studien jetzt aufzeigen, wo man Pathologen das gleiche Bild gegeben hat, also unter Mikroskop gezeigt hat und gesagt hat, was glaubst du denn, was das ist? Ist das zum Beispiel ein Sarkom? Es gibt hier in Basel, in der Schweiz zum Beispiel ein Zentrum, wo gezeigt hat, dass jede fünfte, jede sechste, jede achte, manchmal jede zweite, je nach Krebsart, Diagnose einfach falsch ist vom Pathologen. Das ist schon mal das erste Problem. Das zweite Problem der Pathologie ist, es gibt viel mehr, komische Pathologen, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Ja, also wir hatten in Deutschland ganz aktuell, auch jetzt erst vor ein paar Wochen wieder so einen Fall, wo Pathologen einfach bewusst, warum auch immer, weil die krank im Kopf sind, falsche Diagnosen gemacht haben. Und bei Krebs muss man das einfach mal sich vorstellen. Wenn so ein Pathologe sagt, du hast Brustkrebs, ja, G3 mit was weiß der ich was, dann wird da operiert, anschließend eine Chemotherapie gemacht und anschließend bestrahlt. Und vielleicht noch Herzeptin und ein Hormonblocker oder irgendwas dazugegeben. Also es wird extrem eingegriffen, nur weil das jemand sagt. Also das ist sehr, sehr, sehr schwierig. In der Vergangenheit hat sich einfach gezeigt, dass pathologische Berichte nicht diese Hundertprozentigkeit haben, die permanent behauptet wird. Also pathologisch heißt rausziehen und das, was man hat, ins Labor schicken und das wird angeschaut? Das wird angeschaut. Gut. Wobei es wird heutzutage eigentlich weniger angeschaut, sondern eher immunhistochemisch, wie man das so neudeutsch nennt. Es werden ganz viele Anfärbungen gemacht. Ja? Und es werden auch immer mehr Gentests und alles gemacht. Und aufgrund dessen wird dann die Therapie bestimmt. Aber da sind mir auch viele Dinge aufgefallen. Zum Beispiel schreiben Pathologen ganz oft, der Lieblingssatz ist am ehesten zu vereinbaren mit. Und manchmal steht noch ein DD dahinter, das ist für differenzialdiagnostisch. Und da steht dann manchmal auch keine Krebsdiagnose. Also das ist schon mal ein Problem, dass die Pathologen nicht immer genau sagen, der hat Krebs oder nicht, ja, sondern sie gehen davon aus, dass jemand Krebs hat. Aber das reicht mir nicht für eine Chemotherapie. Oh ja. Ich dachte, das sei safe, 100%. Nein, glaub mir, das kommt viel öfters vor, als man sich das vorstellen kann. Okay. Jetzt gibt es aber noch ein zusätzliches Problem der Pathologie. Nehmen wir mal Prostatakrebs, ja.
Es gab mal Professor Julius Hagetal in Deutschland, ein recht bekannter Arzt. Und der hat bei Prostatakrebs zum Beispiel das eingeteilt in einen also normalen Krebs und Haustierkrebs hat er dieses Wort benutzt. Ich weiß, ein bisschen ein komisches, lustiges Wort. Aber was wollte er damit sagen? Er wollte damit sagen, dass ein Pathologe, wenn er bei Prostatakrebs sagt, okay, wir sehen hier also eine Gärung, wir sehen hier durchaus Krebs, bedeutet es noch lange nicht, dass der Patient daran stirbt. Also nur weil der Pathologe das jetzt anfärbt und sagt, ja, ich kann klar eine Krebsdiagnostik hier machen, heißt es ja nur, ich habe eine Krebszelle. Mhm. Aber was heißt es jetzt? Wie gefährlich ist denn diese Krebszelle? Also würde ich mich nächste Woche töten, nächstes Jahr, in 10 Jahren? Kann man das definieren? Eben nicht. Gibt es nicht. Also es ist eigentlich ein Entscheid der Schulmedizin, jeden einzelne Diagnostik dramatisch zu beurteilen. Ja, es wird nur entschieden, hast du Krebs oder nicht. Wie gefährlich dieser Krebs ist, wird nicht entschieden, das kann der Pathologe nicht sagen. Und aber ich habe schon das Wort gehört, das ist ein sehr aggressiver Krebs. Ja, also man hat halt sogenannte Keys, das sind, wie schnell teilen sich zum Beispiel Zellen. Mhm. Aber das ist auch ein Problem. Die schnelle Teilung ist erstens mal gar nicht so oft da. Und weil das viel größere Problem bei einem Tumor ist nicht die Teilung, sondern das Nichtteilen der Krebszellen. Weil geteilte Zellen können ja absterben. Aber Zellen, die aneinander haften, die Membranen, die werden unsterblich. Das ist das Problem von Krebszellen. Ja, also wenn wir heute im Labor zum Beispiel sogenannte HeLa-Zellen benutzen. HeLa ist die Abkürzung eines Namens, Helena, nochmal irgendwas, Lankowski oder so ähnlich in Amerika. Und die ist, ich glaube, in den 30er Jahren gestorben. Diese Zellen sind sozusagen unsterblich, diese Krebszellen, die werden heute noch benutzt. Ja? Also wir haben hier keine diese große Sicherheit, die permanent behauptet wird. Das ist mal ein Problem. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, haben wir was Besseres? Nee, eher nicht, ja. Also Pathologieberichte sind immer noch, ich sage mal, relativ genau. Ob das jetzt 80% oder 90 oder 97 ist, ganz ehrlich, niemand weiß es. Ich weiß es auch nicht, ja. Aber sie sind ganz sicher keine 100%. Mhm. Das ist mal ganz, ganz sicher. Aber das ist aus meiner Sicht bei der Biopsie das deutlich zweitrangigere Problem. Das erstrangigere ist die Nebenwirkungen. Ich habe jetzt einen Tumor. Jetzt gehen wir mal davon aus, das ist ein Kubikzentimeter, dieser Tumor. Ja, das sind ungefähr 1,027 Milliarden Zellen. Ja, so. Und wenn ich jetzt einen 2 mm Nadel nehme und steche da rein und ich nehme ja eine Probe raus, ja, dann habe ich ja ein riesengroßes Loch da drin. Ein Loch, das ungefähr so groß ist, dass, ich sag mal, plus minus 50 Millionen Zellen da reinpassen in dieses Loch. So, und jetzt kommt das, was ich die ganze Zeit sage oder angreife in der konventionellen Medizin. Die konventionelle Medizin sagt ja Folgendes. Eine einzige verstreute Krebszelle über Blut oder Lymphbahn, irgendwo anders im Körper, kann einen neuen Tumor erzeugen. Eine sogenannte Metastase. Genau, richtig. Eine Metastase erzeugen. Aber wenn ich das, ich weiß, also da muss ich schön ausholen. Kein Mensch weiß, ob das funktioniert, Metastasierung oder nicht. Ja? Also im Blut hat noch nie einer so ein Ding gefunden. Es gibt zwar sogenannte Tests, MainTrack zum Beispiel, ein bekannter in Deutschland. Es gibt Tests, die ganz bestimmte Proteine, Aminosäureketten genauer gesagt, messen, wo man denkt, das sind Abfallstoffe oder Reste von der Membran und man nimmt dann an, dass deshalb vielleicht im Blut Krebszellen wären. Ein sicherer Test ist es natürlich nicht, ja. Also so richtig wissenschaftlich ist es nicht, ja. Aber ich habe das selber schon gesehen, dass manchmal diese Tests nach oben gegangen sind, ja, wenn andere Tumore gewachsen sind. Also das würde darauf hindeuten. Aber dann habe ich auch diese Tests gesehen, wo eine Riesenmetastasierung da war, im Blut war gar nichts, ja. Dann kommt ein nächstes Problem hinzu. Wenn du heute zum Beispiel Krebs hast, ja, kannst du ja ruhig zum Blutspenden gehen. Interessiert sich ja keiner dafür, ja. Die machen einen HIV-Test mit Western Blotting oder ELISA im Labor und das ist es, ja. Aber du darfst das Krebspatient ja klar, Blut spenden. Natürlich kannst du Blut spenden, ja. Also wenn dem denn so wäre, wieso kann ich dann Blut spenden? Aber es gibt aus Dänemark eine wunderschöne Studie,
wo man zigtausend Leute, die Blut gespendet hatten, dann gesehen hat, also wer hat in den nächsten Monaten Krebs gehabt. Und dann hat man untersucht, wer hat dieses Blut bekommen und wie viel davon haben dann Krebs bekommen. Null. Kein einziger. Also ist das sicher? Kein einziger. Es scheint sicher zu sein, aber wenn die Theorie stimmt, dass da im Blut überall Krebszellen wären, dürfte man trotzdem kein Blut spenden. Und es müssen ja diese Menschen, die dann das Blut bekommen haben, müssen irgendwann mal einen Tumor bekommen haben. Das ist ein totaler Widerspruch. Das heißt, das Metastasieren erfolgt nicht über diese Kanäle so. Wir wissen es nicht. Die ehrliche Antwort ist, wir wissen es nicht. Es spricht durchaus, ein paar Untersuchungen heute sprechen durchaus dafür, dass es diese Kanäle geben könnte. Also zum Beispiel bei Prostatakrebs oder bei Schilddrüsenkrebs, ja. Da gibt es ganz genaue Anfärbungen. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Lebertumor hast, aber dein Primärtumor ist in der Schilddrüse oder in der Prostata. Und man färbt dann eigentlich Zellen an, die nur auf Prostatazellen oder Schilddrüsenzellen reagieren. Und färbt dann diese Metastase, die man herausgeschnitten hat, in der Leber an. Dann gibt es manchmal ein klares Zeichen dafür, dass das Prostatazellen oder Schilddrüsenzellen sind. Das wiederum würde dafür sprechen, dass es sehr wohl übers Gewebe, über Blut oder über Lymphbahnen so eine Metastasierung gibt. Es gibt auch die Theorie der Metastasierung, dass sich Zellen, Krebszellen an Granulozyten anhaften oder sogar in die reingehen und wieder rausgehen. Die würde man natürlich nicht erkennen, weil das ganz normale weiße Blutkörperchen sind, die man im Labor nur als weiße Blutkörperchen erkennt, ja. Dann spricht aber natürlich komplett dagegen, dass es diese Art von Metastasierung gibt, weil wenn man jetzt, sage ich mal, man hat einen primären Lebertumor und man hat anschließend eine Gehirnmetastase, ja, dann würde das ja bedeuten, dass eine Leberkrebszelle ins Gehirn gewandert ist. Und jetzt vermehrt die sich im Gehirn. Aber was vermehrt sich denn, wenn sich eine Leberzelle vermehrt? Logischerweise Leberzellen. Aber das würde ja bedeuten, ich habe jetzt im Gehirn eine kleine Leber. Da kommt jetzt die Schulmedizin und sagt, ja, ja, das stimmt natürlich, aber man kann das nicht erkennen, weil diese Zellen sind ja total entdifferenziert, wie die das nennen, ja. Aber auch diese Theorie ist einfach zerlegbar, weil man könnte jetzt mal umgekehrt machen, jemand hat Brustkrebs, hat eine Lebermetastase. In einer Brustkrebszelle, auch wenn die DNA und alles Mögliche total entdifferenziert ist, habe ich ja nur, ich sag mal, plus minus 500 Mitochondrien. In der Leberzelle habe ich aber 2000 oder mehr Mitochondrien. Also bräuchte ich ja nur die Mitochondrien zählen, um zu sehen, ist das eine Metastase oder nicht. Diese Studien, die gibt es nicht, weil man würde damit sozusagen dieses Dogma der Metastasierung komplett zerlegen eventuell. Und das will man nicht. Man möchte, weil, schau mal. Das heißt, eigentlich ist jedes Metastase wahrscheinlicher, dass es aus dem bestehenden Milieu wieder neu geschaffen wurde. Ja, es ist deutlich wahrscheinlicher. Wenn man mal diese Anfärbungen von Schilddrüse und Prostata wegschaut, ist das andere deutlich, deutlich wahrscheinlicher. Aber es ist auch noch ein Argument. Ich meine, sehr häufig wird auch mal ein Tumor rausgeschnitten und plötzlich hat er irgendwo an 20 anderen Orten Metastasen. Absolut. Weil das Milieu ist immer noch dasselbe. Absolut, absolut. Mhm. Also, ich fasse es mal zusammen. Wir haben heute keine Ahnung, was eine Metastase ist. Also braucht man wirklich einen Primärtumor? Ist es ein Zweitumor? Es gibt ja auch viele Theorien, die grundsätzlich sagen, das sind nur alles Zweitumore. Es gibt keine Metastasierung, ja? Aber die wiederum, die das behaupten, müssen natürlich die Anfärbungen zerlegen, ja? Das kann man auch nicht einfach wissenschaftlich zerlegen, weil eine Prostatazelle kann man mit anderen Farbstoffen anfärben wie eine Leberzelle. Also, man weiß es nicht. Aber was mich am meisten ärgert, ist Folgendes. Ein Professor geht morgens an die Universität und sagt zu den Medizinstudenten, also es ist ganz, die Metastasierung ist das Schlimmste. Es stimmt auch, natürlich, Menschen mit Metastasierung haben eine viel schlechtere Prognose wie ohne. Ja? Also sagt er, eine einzelne Zelle, die sich da wandert und geht irgendwo anders hin, ist ziemlich tödlich. Nachmittags geht er auf seine Station im Krankenhaus und verordnet Biopsien. Aber wenn ich in einen Tumor reinsteche, geht da nicht eine Krebszelle raus ins Gewebe, sondern Millionen. Zumindest ein paar hunderttausend. Das ist er sich ja auch bewusst, aber er muss ja das als kleineres Übel sehen, oder? Sonst wird er es nicht machen. Er sieht es als kleineres Übel an, ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir wollen doch, dass Patienten überleben.
Und das Letzte, was wir wollen, ist, dass ein Arzt mit seiner Tätigkeit einen Krebsprozess extrem verschlechtert. Und genau das tut im Grunde genommen eine Biopsie. Also ich kann nur jedem raten, niemals eine Biopsie zu machen. Oder schau dir mal Biopsien an bei Prostatakrebs. Ich hatte letzte Woche einen amerikanischen Patienten bei uns im Zentrum. Der hat sage und schreibe 24 Mal haben die in seine Prostata reingestochen. Also in der Regel ist es 12 bis 16 Mal. Aber überleg doch mal, wenn du, die Prostata ist ja nicht so groß, die ist nur so groß. Wenn du da 20 Mal reinstichst, hast du schon mal ein Problem, selbst wenn du keinen Krebs hast, anschließend. Weil du hast 20 Verletzungen in der Prostata. Aber angenommen, der trifft mit, die Nadel geht ja, also man geht da durch den Dickdarm da durch, wird die Nadel durch eine andere durchgeschoben und dann geht er mit der gleichen Nadel in das erste Mal rein, holt es raus, geht mit der gleichen Nadel in das zweite, in das dritte, in das vierte, in das fünfte Loch rein. Wenn der beim ersten Mal einen Tumor trifft, verteilt er ja der Nadel die ganzen Zellen auf die ganze Prostata. Ach. Das wird jeden Tag. Wird nicht jedes Mal die Nadel gewechselt bei jedem Stich? Nein. Nein. Die Nadel wird nicht gewechselt. Die Nadel wird nicht gewechselt. Der sticht also da jedes Mal rein. Das heißt, allein das ist schon ein absoluter Wahnsinn, ja. Aber eins ist klar. Ich sage immer, die Schulmedizin muss sich einfach mal entscheiden. Entweder sie behauptet dieses Dogma, dass es eine Metastasierung übers Blut, übers Gewebe, über Lymphbahnen gibt. Aber dann dürfte man sicher kein Blut spenden. Dann darf man keine Biopsie machen und kein Blut spenden. Punkt. Diese zwei Dinge darf man dann nicht machen. Mhm. Oder aber sie sagt, nee, das gibt es nicht. Also es gibt keinen Beweis da dafür. Aber dann kann sie ja Biopsien oder irgend sowas machen, ja. Aber dann müssen sie aufhören, dieses Zeug, ich sag mal, an der Universität zu unterrichten. Also beides geht nicht. Sie müssen sich mal für eins von beidem entscheiden. Ich würde Menschen Folgendes empfehlen. Niemals in den Tumor reinstechen. Niemals. Aber Sie wissen es ja noch nicht ganz richtig. Ist es einen oder ist es nicht? Ja, aber... Aber ich meine, wenn ich eine Härtung habe, einen Verdacht habe, dann muss ich ja heutzutage sagen, ich meine, ich kann ja das Milieu mal behandeln, oder? Es gibt drei Möglichkeiten. Es gibt drei Möglichkeiten, die definitiv besser sind wie eine Biopsie. Das erste ist ein PET. Wir haben sogenannte Positronen-Emissionstomographien heutzutage. Was bedeutet das für Menschen, die nicht wissen, was ein PET ist? Ja? Das muss man sich vorstellen wie ein CT, MRT. Man kommt da in so eine Röhre rein und davor bekommt man ein radioaktives Material, das sich aber viel schlimmer anhört, als es in Wahrheit ist, weil die Halbwertszeit von diesem Material wenige Stunden ist und man am nächsten Tag mehr oder weniger den Großteil schon aus dem Körper raus nicht mehr da ist. So. Und ein Tumor frisst gern dieses FDG, darin, das ist ein Zuckermolekül, das radioaktiv markiert wird. Und das wird dann in Krebszellen oder in stark entzündlichen Zellen vermehrt aufgenommen. Ja? Also es gibt Studien, die zeigen, wenn man das jetzt vergleicht mit Pathologieberichten, dass ungefähr die Genauigkeit weit über 90% ist von einem PET. Ja? Der Pathologiebericht ist auch nicht mehr. Warum macht man das eigentlich nicht? Ja? Das ist teurer und aufwendiger. Wir hatten früher es noch mit Galvano gemacht und den Widerstand gesehen. Ja, und auch, wenn der Strom wirklich wuff, du noch darauf durchfließt, dann... Kann man natürlich auch sehen. Aber PET wäre die Möglichkeit, weil PET-Geräte haben wir in Deutschland inzwischen, in allen großen Kliniken. Ja. Aber natürlich, der Aufwand ist viel teurer, viel größerer zeitlicher Aufwand. Die Pathologen könnte man dann für andere Arbeiten nur noch einsetzen und so weiter. Da ist keiner so richtig dran interessiert. Die zweite Möglichkeit, die es gibt, ist natürlich, den Tumor herauszuoperieren. Was übrigens bis vor plus minus 20 Jahren durchaus üblich war. Also wenn früher eine Frau mit Mammakarzinom jetzt ins Krankenhaus kam und dann hat man den Tumor einfach herausoperiert. Hat den genommen, zum Pathologen gebracht, hat man, ich sag mal, im OP hat man mal 10 Minuten Rock'n'Roll-Musik gehört, ja, hat ein bisschen kleine Pause gemacht. Dann hat der Pathologe hochgerufen, hat gesagt, es ist maligne oder nicht, also bösartig oder nicht, ja. So, war es bösartig, hat man eine größere sogenannte R0-Resektion gemacht, also etwas großzügiger im gesunden Gewebe geschnitten. War es gutartig, hat man einfach zugenäht. So. Aber man hat in keinen Tumor reingeschnitten und hat das ganze Ding überall verteilt. Ja? So, das ist die zweite Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit ist die du gerade richtig angesprochen hast. Man könnte ja, wenn da ein Tumor ist, einfach mal ein paar Wochen therapieren. Man könnte ja vom Schlimmsten ausgehen.
Man könnte sagen, okay, da ist ein Tumor. Viele Frauen zum Beispiel mit Brustkrebs, die haben eine Mammographie dann gemacht. Ja, natürlich kann man in der Mammographie nicht hundertprozentig sehen, ob das Krebs ist oder nicht. Aber ganz ehrlich, ich kenne viele Radiologen und ich habe mit vielen Radiologen auch schon über Mammographien gesprochen. Ich würde behaupten, dass ein einigermaßen intelligenter Radiologe, der sagt einer Frau auch mit weit über 90%, ob das Krebs ist oder nicht. Ja, der hat tausende von Bildern in seinem Leben gesehen. Aber hat noch nicht die juristische Belegung. Der hat noch nicht die juristische Legitimation. Muss man das halt mal machen. Irgendjemand hat mal nur noch den Pathologen als juristische Legitimation gemacht, ja. Aber der Pathologe ist bei weitem nicht so sicher, wie immer angenommen wird, ja. Und man könnte zum Beispiel, ein PET ist aus meiner Sicht mindestens genauso sicher, ja. Da die Frage, darf ein Patient sagen, ich möchte keine Biopsie, ich möchte lieber das PET? Ja, ein Patient darf das. Aber das wird nicht so gerne gesehen. Also ich würde es zum Beispiel tun, wenn ich nicht wüsste, ich würde wahrscheinlich zuerst therapieren und dann ein PET machen. Aber ist mir egal, wie es gern gesehen wird. Ja. Habe ich das Recht zu sagen, ich möchte keine Biopsie? Ich habe das Recht. Dass ihr sie verifiziert die PET. Krankenhäuser sagen dann, wer soll das bezahlen? Also, dann muss ich selber bezahlen, bis minus 1.000 Euro. Ja, die Krankenkasse wird sich weigern, das zu bezahlen. Ja. Weil es eben nicht legitimiert wurde. Ja, so. Und wie gesagt, die dritte Möglichkeit ist einfach zu sagen, ich therapiere jetzt einfach mal ein paar Wochen. Da kommt aber dann die Argumentation, um Gottes Willen, wenn das Krebs ist, können Sie tot sein. In 2-3 Monaten sind Sie tot. So, ja, das ist dann dieses Totschlag-Argument. Ja. Hier gibt es ja noch ein anderes Problem. Was passiert eigentlich, wenn ein Tumor rausoperiert ist? Ja? Was wird da anschließend eigentlich therapiert? Also dann kommt ja immer diese Argumentation der sogenannten Mikrometastasierung. Und ich sage dann immer, lieber Herr Pathologe, zeigen Sie mir mal Mikrometastasen. Dieses Wort habe ich jetzt schon 10.000 Mal gehört in den letzten 20 Jahren. Ich habe noch nie so ein Ding gesehen. Noch nie. Und mit ein paar hundert Pathologen wahrscheinlich in meinem Leben schon mal gesprochen. Ich habe noch nie von einem Pathologen gehört, dass er immer gesagt hat, er hat Mikrometastasen gesehen. Kein Mensch weiß, was eine Mikrometastase ist, wie man die feststellt, also wie man das diagnostiziert. Das ist ein Dogma, das wurde aufgestellt von der Firma Siemens, weil sonst könnten die alle ihre Bestrahlungsgeräte nicht verkaufen. Und aber auch Chemotherapiefirmen, ich meine, was wollen die denn therapieren, wenn der Tumor mit einer sogenannten R0-Resektion, also sauber im Gesunden herausgeschnitten wurde, was wird er eigentlich anschließend therapiert? Und jetzt kommt immer dieses Totschlagargument, ja, da könnten ja noch irgendwo im Gewebe, im Blut, irgendwo Mikrometastasen sein. Noch nie hat irgendeiner so ein Ding gesehen. Ja. Also diese Argumentation, die kann man nicht einfach stehen lassen, weil die komplett unwissenschaftlich ist. Nach wie vor, auch die Ursache ist in keiner Art und Weise behandelt, oder? Ja, und nochmal, es wird ja immer behaupten, also es gibt keine Metastasierung durch Biopsien. Ja. Nee. Ich meine, jeder kann in PubMed reingehen, der ein bisschen was von Medizin versteht und kann einfach mal diese Stichworte eingeben. Operation, Biopsien, Metastasierung. Und dann wird er auf Anhieb ein paar hundert Studien finden, die genau das behaupten, dass da vermehrt durch auch Operationen. Und nochmal, ich betone hier ganz klar und deutlich, ich bin nicht gegen Operationen. Ich empfehle selber permanent Operationen, ja. Aber so zu tun, wie wenn Operationen jetzt das Nonplusultra grundsätzlich wären, das ist genauso falsch. Ja, also man muss auch hier jedes Mal überlegen, ist es denn jetzt notwendig, sofort zu operieren? Weil was passiert eigentlich? Ganz viele Tumore haben sogenannte Dendriten. Also auf gut Deutsch gesagt, da ist so ein Ausläufer kommt da raus. Ja? So, jetzt schneide ich ja, wenn da ein Tumor ist als Chirurg, so ich sage mal höchstens 1-2 Zentimeter um den Tumor herum. Ja? Außer ich weiß natürlich, weil ich schon eine Biopsie habe, dann schneide ich grundsätzlich gleich mal etwas großzügiger. Ja? So, aber jetzt sind da Dendriten, die so lang sind. Jetzt schneide ich doch den Dendrit durch. Das heizt natürlich eine Metastasierung oder ein Tumorwachstum extrem an. Ja? Und das sind dann sogenannte R1-Resektionen. Da schreibt dann der Pathologe, dass am Resektionsrand noch Tumormasse da war. Ja? Ja. Und deshalb muss man aufpassen zu sagen, dass eine OP grundsätzlich gut ist. Nein, das ist das, wo im Schwäbischen gibt es da so einen Begriff dafür, wenn Leute zur OP gehen und anschließend wächst der Tumor extrem, dann sagen die, da ist Luft rankommen.
Das stimmt natürlich nicht, ja, sondern die OP hat es verursacht. Natürlich hat der Chirurg das Beste gemacht, da gibt man niemand die Schuld dafür, ja. Aber ich möchte das einfach mal betonen, dass man aufpassen muss, so zu tun, wie wenn Operationen immer gut sind. Und man muss vor allem aufpassen, niemals in einen Tumor hineinzustechen. Weil hier natürlich die Gefahr ist, dass wenn es eine Metastasierung gibt, die angeheizt wird, sollte es keine Metastasierung geben, ist es trotzdem nicht gut, weil was mache ich denn dann? Ich mache doch, dass da ganz viel Blut und ganz viele Krebszellen sich im ganzen Gewebe drumherum verteilen. Ich meine, wie oft kommen Frauen bei uns, die haben eine Biopsie, die haben noch 8 Tage später hier einen blauen Fleck? Ich meine, was ist denn dieser blaue Fleck? Das ist nichts anderes wie Stickstoff, das von dem Blut herausgegangen ist. Und da haben sich ja Millionen von Zellen im ganzen Gewebe verteilt. Und wenn dann später dort ein Tumor entsteht, dann heißt es immer, naja, Pech gehabt so ungefähr. Oder der Krebs war stärker. Oder wenn die Leute dann zum Beispiel operiert werden und dann werden sie bestrahlt. Und dann ist 6 Monate später ist an der gleichen Stelle ein Tumor. Was sagt der Radiologe? Ha, wir haben nicht alles erwischt. Ich sage dem Radiologe, weißt du eigentlich, dass 0,2 Gray Bestrahlungsmenge schon neue Krebszellen erzeugt? Also jede Bestrahlung erzeugt neue Krebszellen. Ist absolut unmöglich, weil die strahlen ja mit 50 Gray da rein, während 0,2 schon neue Krebszellen machen. Ja. Also um das abschließend zu sagen, ich kann nur jedem empfehlen, niemals in den Tumor reinzustechen. Es ist einfach zu gefährlich. Egal welche Theorie, ob ich recht habe, ob Schulmedizin recht habe, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Eins ist sicher, diese ganze Biopsierei wird gemacht aus juristischen Gründen, damit anschließend andere sehr, sehr nebenwirkungsreiche Therapien gemacht werden können. Ja? Aber die Biopsie wird nicht gemacht, weil das Beste für einen Patienten ist. Ganz klar nein. Danke vielmals. Das war der liebe Lothar Hirneiser, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich möchte an dieser Stelle einfach auch einen Aufruf machen an einen Dame oder einen Herrn, der das allenfalls gegendarstellen möchte oder die Beweise anbringt, dass das, was mein Gast hier sagt, nicht korrekt ist. Und es wäre wunderschön, wenn sich da jemand melden würde und wir hier vielleicht nochmals zu dritt dann zusammensitzen können und die Sache nochmals eingehender diskutieren können. Für mich hört sich das alles unfassbar schlüssig an und so logisch, was ich gerade gehört habe. Deshalb ist es mir schon wichtig, hier diesen Aufruf zu machen. Seien Sie vorsichtig, überlegen Sie sich das gut, was Sie machen wollen und vielleicht machen Sie wirklich das, was der Rat des Lothar Hirneisen jetzt gerade war, nämlich lieber ein PET zu bitten, dass die Ärzte ein PET machen, um sicher zu gehen und die Legitimation letztendlich zu haben für weitere Schritte aus Sicht der Schulmedizin. Oder Sie behandeln einfach mal ganzheitlich und schauen, was passiert. Das sind die zwei Wege. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.